Erst streckte er jubelnd den rechten Arm nach oben, dann hielt Stefan Ruiz gut gelaunt den linken Daumen in die Kamera. Die Botschaft des zuletzt so heftig gebeutelten Allgäuers: Mit mir geht's wieder aufwärts. In der Tat zeigte Ruiz beim wilden Ritt über die Rodeopiste in Saalbach hinter Glam eine starke Leistung. Als Vierter meldete er sich im Riesenslalom in der Weltspitze zurück. DATENCENTER, das Ergebnis: Ruiz, das war grenzwertig, das war grenzwertig. Ein brutaler Kampf und ein Überleben. Die Piste war extrem schwierig. Ich bin stolz und zufrieden, sagte der erkennbar glückliche Ruiz nach dem Rennen auf der ruppigen Schneekristallpiste, die die Läufer wie ein wilder Stier hin und her warf. Doch der 26-Jährige, den zuletzt seine leidige Sauerstoffaffäre und die Erinnerungen an seinen Kreuzbandriss aus der Bahn geworfen hatten, blieb standhaft. Mit 0,58 Sekunden Rückstand auf Sun Kanjak, der seinen ersten Sieg und den ersten im Riesenslalom für Sloweniens Männer im Weltcup feierte, wäre Ruiz mit einem beherzten zweiten Lauf sogar fast noch aufs Podest gefahren. 0,08 Sekunden fehlten ihm zu Mathieu Favre, Frankreich. Zweiter wurde Loïc Meyer, Schweiz. Seriensieger Marcel Hirscher, Österreich, wählte zweimal das falsche Material, wäre fast gestürzt und belegte am Ende Rang 6. Marcel ist auch keine Maschine, aber er wird im Slalom bestimmt zurückschlagen, mutmaßte Ruiz. Am Donnerstag wird auch Felix Neureuther wieder starten, ihn hatten zuletzt ein kaputter Daumen und eine Gehirnerschütterung gestoppt. DATENCENTER stand im Gesamtweltcup. Die drei Erstplatzierten sowie Ruiz profitierten auch vom Ausscheiden von Mats Olsson aus Schweden und Manuel Feller aus Österreich, die nach dem ersten Lauf auf den Plätzen 1 und 2 gelegen hatten. Es tut mir leid für die zwei, sagte Ruiz, ich wäre auch mit Rang 6 zufrieden gewesen. Doch völlig zu Recht wies er auch darauf hin, die Schnellsten sind vorne. Und dazu gehörte auch Sauerstoffaffäre, noch nicht ausgestanden. Die Sauerstoffaffäre hat Ruiz damit vorerst mit Erfolg verdrängt, dies hatte sich schon am Montag mit Rang 5 beim Parallelriesenslalom in Alta Badia angedeutet. Nach dem Sieg in Beaver Creek hatte er unter dem Eindruck der nach wie vor wahrscheinlichen Disqualifikation durch den Skiweltverband FIS in den folgenden Riesenslaloms in Val d'Isère und Alta Badia nur die Ränge 30 und 20 belegt. Diese zwei Rennen haben mit sehr viel Energie geraubt, sagte Ruiz. An einem düsteren Tag in Saalbach hinter Glemm hellte sich die Stimmung nun wieder auf, auch DSV Alpin-Direktor Wolfgang Mayer durfte erleichtert konstatieren, dass Ruiz eine sehr gute Vorstellung abgeliefert habe. Im BR kündigte er zugleich an, dass der DSV sich bis zum Stichtag 26. Dezember Zeit lassen wird mit einer Antwort auf die angedrohte Disqualifikation. Wir nehmen das nicht kampflos hin, betonte er. Wenig Anlass zur Freude gaben die beiden anderen Deutschen. Alexander Schmidt-Fischen schied im zweiten Lauf nach guter Leistung im ersten, 19. aus und klagte, ich habe eine große Chance liegen lassen. Noch etwas schlechter lief es für Fritz Dopfer, Garmisch, er verfehlte den Finaleinzug und muss nun befürchten, in der Startliste sehr weit nach hinten zu rutschen.